Sie hatten keine Chance. Qassam Soleimani und ein weiterer ranghoher General. Der präzise Luftschlag in Bagdad, von US-Präsident Trump selbst angeordnet. Das Ziel, den Iran von künftigen Angriffen abzuhalten. Doch die iranische Führung antwortet schnell und vor allem deutlich. So kündigt der religiöse und politische Führer des Landes Ayatollah Khamenei Vergeltung an. Der Widerstand gegen die Feinde werde nun mit doppeltem Ansporn geführt. Ähnlich der iranische Außenminister Javad Zarif. Die Bosheit und Dummheit der terroristischen amerikanischen Einheiten bei der Ermordung von General Soleimani werde zweifellos den Widerstand in der Region und der Welt stärken. Die Bedeutung von Soleimani in der Region ist enorm. Einst Vorzeigesoldat wurde er später Kommandeur der iranischen Al-Quds, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarde. Er galt als Top-Stratege und soll die Fäden im Nahen und Mittleren Osten gezogen haben. Gleichzeitig soll er hinter den gewalttätigen Angriffen auf die US-Botschaft im Irak stehen. Aus Sicht der USA ein weiteres Puzzlestück, ähnlich wie ein Drohnenabschuss durch den Iran vor wenigen Monaten. Doch Gegenwind kommt auch aus Washington. Trump hatte den Angriff am Kongress vorbei befohlen. Laut dem ehemaligen Vizepräsident und jetzigen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ist das eine Eskalation der Lage. So stehe die USA am Rande eines größeren Konflikts. Ob die neueste Entwicklung Potenzial zur Eskalation hat? Der irakische Außenminister warnt jetzt zumindest vor einem Krieg in der Region. Doch die Menschen wollen nicht zwischen die Fronten geraten. Wir haben den iranischen Einfluss im Irak von Anfang an nicht gewollt. Und auch die Amerikaner sollen sich nicht in unsere Angelegenheiten einmischen. Wir wollen nicht in einen Konflikt zwischen den Amerikanern und Iranern geraten. Die US-Regierung rief derweil ihre Bürger auf, den Irak umgehend zu verlassen.